Und insoweit darf ich aufrufen die Tagesordnungspunkte 6, 2, 1 und 3 und darf erteilen dem hessischen Finanzminister Michael Boddenberg das Wort. Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich darf Ihnen heute zum ersten Mal in meiner neuen Funktion als Finanzminister einen Haushalt vorstellen. Und Sie können mir glauben, ich hätte mir sicherlich andere Umstände gewünscht, heute zu Ihnen zu sprechen. Aber innerhalb von nur gut einem Vierteljahr hat sich die Welt in einem Maß verändert, wie es vermutlich niemand von uns für möglich gehalten hätte. Wir alle müssen uns den neuen Herausforderungen stellen. Das zwingt uns dann auch zu Entscheidungen, die weitreichende Folgen für uns selbst, für uns persönlich, aber auch für unser Land haben. Heute lege ich Ihnen die Entwürfe des Gute-Zukunft-Sicherungsgesetzes und des zweiten Nachtragshaushalts 2020 sowie des Corona-Kommunalpaketgesetzes vor. Es ist ein außergewöhnliches Gesetzespaket, und das in einer sicherlich außergewöhnlichen Zeit. Wir sind überzeugt, wir schaffen damit eine wichtige Voraussetzung, um am Ende nicht nur diese Krise zu bewältigen, sondern sogar gestärkt aus hier hervorzugehen. Ich glaube, das ist ein wichtiges Signal am heutigen Tag. Und lassen Sie mich vorab ganz persönlich ein herzliches Dankeschön sagen. Ich beschränke das diesmal auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ministeriums. Ich muss und könnte natürlich mich bei ganz vielen weiteren Menschen bedanken, aber ich hoffe, Sie sind einverstanden, dass ich heute ein herzliches Dankeschön sage, lieber Herr Kollege Staatssekretär Dr. Worms, und an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses. Das war eine großartige Arbeit bis zum heutigen Tage, und das will ich ausdrücklich sagen, war so ungewöhnlich wie das Gesetz und die Gesetze, die wir heute verabschieden. Herzlichen Dank dafür. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Corona-Pandemie hat unsere Gesellschaft und Wirtschaft weltweit in einen Schockzustand versetzt. Auch hier in Hessen hat diese Pandemie unseren Alltag teils dramatisch verändert und unser Leben auf den Kopf gestellt. Die Folgen der Pandemie haben tiefe Spuren hinterlassen. Das gilt und galt insbesondere, aber bis zum heutigen Tag und in Zukunft und in einigen Jahren, ganz besonders auch für unsere Wirtschaft. Aber die Lockdown-Maßnahmen waren zum Schutz unserer Gesundheit notwendig. Sicherlich sind uns allen die schrecklichen Bilder, beispielsweise aus Italien, noch sehr bewusst, die verdeutlichen, welche schwerwiegenden Folgen ein massiver Coronavirus-Ausbruch haben kann, der das Gesundheitssystem überfordert und viele Menschenleben kostet. Auch wir in Deutschland und in Hessen haben Tote zu beklagen. Dass uns aber eine ähnliche Situation wie in Italien in Deutschland erspart geblieben ist, ist auch unserem guten Gesundheitssystem und den ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zu verdanken. Es ist heute mehr als angemessen, allen zu danken, die daran mitgewirkt haben, dass wir wenigstens dieses Ergebnis gemeinsam erreichen konnten. Meine Damen und Herren, für viele Unternehmen war der Lockdown natürlich eine sozusagen Vollbremsung bei voller Fahrt auf der Überholspur. Das Ausmaß sehen wir jetzt in den ersten Zahlen. Noch nie seit Ende des Zweiten Weltkriegs gab es einen so massiven Wirtschaftseinbruch. Die Bundesregierung rechnet mit einem Minus bei der Wirtschaftsleistung von 6,3 %. Manche Wirtschaftsforschungsinstitute gehen noch darüber hinaus. Und dieser Wirtschaftseinbruch ist nicht nur in Zahlen messbar, sondern betrifft auch ganz konkret unser Zusammenleben, unser Alltagsleben. Noch im Februar 2020, also vor wenigen Monaten, war ein Restaurantbesuch beim Italiener um die Ecke für manche eine Auszeit vom Alltag, ein schöner Abend mit Freunden oder mit Familie. Nach dem Lockdown heißt es, Desinfektionsmittel, Abstand halten, Maske tragen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, für die Gastronomie, für den Einzelhandel und für viele weitere Branchen muss man leider feststellen, dass wir von Normalität noch sehr, sehr weit entfernt sind. Und für viele Menschen bleibt die Lage auf dem Arbeitsmarkt und ihre persönliche Lage sehr, sehr ernst. Plötzlich stehen die Bänder still. Die Flugbewegungen an unserer größten Arbeitsstätte, dem Frankfurter Flughafen, brechen um 90 % ein. Das Busunternehmen, das Reiseunternehmen, die Unternehmen im Veranstaltungs- und Messesektor haben keine oder nur sehr, sehr geringe Umsätze.
Für unzählige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer heißt es Kurzarbeit. Ja, Kurzarbeit ist ein wichtiges Instrument bei der Krisenbewältigung. Es trägt zur Liquiditätssicherung der Unternehmen bei und beugt Entlassungen vor. Aber wir müssen auch wissen, dass für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer es bedeutet, dass das Geld im Laufe des Monats häufig sehr knapp wird. Gerade für Berufsanfänger und Lehrlinge sind die Auswirkungen besonders spürbar. Sie sind mit dem deutlich sinkenden Ausbildungsangeboten und Einstellungsstopps konfrontiert. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die meisten von Ihnen kennen viele Themen, die ich gerade nur angerissen habe, die Sorgen und Nöte der Menschen aus ihren Wahlkreisen. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, als Politikerinnen und Politiker diese Sorgen und Nöte aufzunehmen und verantwortungsbewusste Lösungen zu entwickeln. Genau dieses Ansinnen prägt unsere Arbeit, und genau dieses Ziel ist auch Leitbild für das vorliegende Gesetzespaket. Und dabei ist uns allen klar, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir müssen jetzt gemeinsam handeln. Wir müssen die Krisenbewältigung gemeinsam anpacken. Wir müssen jetzt zusammenstehen. Unsere Aufgabe ist es, das Land aus der Krise zu steuern. Dazu braucht es eine große, ja, ich sage, eine historische gemeinsame Kraftanstrengung. Wir haben gemeinsam mit dem ersten Nachtragshaushalt 2020 bereits einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Corona-Pandemie geleistet. Und ich will heute noch einmal sagen, dass ich mich für den breiten politischen Schulterschluss bei diesem ersten Nachtrag bei allen Beteiligten sehr, sehr herzlich bedanken möchte. Die zusätzlichen Kreditermächtigungen von rund 2 Milliarden Euro haben es uns ermöglicht, schnell und zielgerichtet auf die akuten Herausforderungen der Pandemie zu reagieren. Dieses rasche und umsichtige Handeln war ein wichtiger erster Schritt. Aber schon damals haben wir sehr deutlich gemacht, dieser eine Schritt wird nicht ausreichen, um alle notwendigen Bedarfe aus der Corona-Pandemie zu finanzieren. Die zusätzlichen Mittel aus dem ersten Nachtragshaushalt sind bereits für Hilfsmaßnahmen ausgegeben oder verausgabt oder verplant. Wir haben gerade heute eine aktuelle Aufstellung an die Mitglieder des Haushaltsausschusses ausgereicht. Doch all das reicht nicht, um die Folgen der Pandemie dauerhaft zu bewältigen. Deswegen brauchen wir eine umfassende und über einen längeren Zeitraum angelegte Strategie, die diesen dauerhaften Auswirkungen angemessen Rechnung trägt. Wir können uns nicht von Maßnahme zu Maßnahme retten, und wir können uns auch nicht von Nachtragshaushalt zu Nachtragshaushalt hangeln. Wir würden damit nach meiner festen Überzeugung aufs Spiel setzen, was wir jetzt am allermeisten brauchen, das Vertrauen in eine stabile und verlässliche Politik und in eine gute Zukunft. Meine Damen und Herren, darum bringen wir zum jetzigen Zeitpunkt einen Nachtragshaushalt und das Sondervermögen auf den Weg. Erst nach der Steuerschätzung im September zu handeln, wäre vor allem aus drei Gründen nicht zu empfehlen. Erstens brauchen wir schon jetzt Planungssicherheit, um unmittelbar im September mit den Kommunen Vereinbarungen über die Bewältigung der Corona-Lasten bei Ihnen zu treffen. Zweitens geht es darum, die kurzfristige Handlungsfähigkeit des Staates sicherzustellen. Das gilt vor allem mit Blick auf die Konjunkturprogramme des Bundes, die wir ergänzen müssen, aber auch für eigene Konjunkturprogramme des Landes. Das alles wird nur dann Erfolg haben, wenn die vorgesehenen Mittel möglichst schnell die Menschen und die Wirtschaft erreichen. Die kommenden Wochen und Monate sind entscheidend. Und wir können daher nicht erst im Herbst anfangen, über die Bereitstellung der erforderlichen Mittel in einem weiteren Nachtrag zu diskutieren. Wir laufen nach meiner Aussicht sonst Gefahr, den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen nur hinterherzulaufen. Das können und dürfen und sollten wir uns nicht leisten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, und drittens, wir müssen die jederzeitige Liquidität des Landes sichern. Die Steuerausfälle werden nun vermehrt beim Land und auch den Kommunen ankommen. Wir stellen mit dem Maßnahmenpaket sicher, dass das Land dabei jederzeit zahlungsfähig ist und bleibt. Dies ist übrigens auch deshalb wichtig und notwendig, damit wir die Liquidität der Kommunen sicherstellen können. Und ich sage hier sehr deutlich, sollte es erforderlich sein, was wir nicht hoffen wollen, aber was auch nie ausgeschlossen werden kann,
werden wir weitere Vorauszahlungen in Richtung der Kommunen tätigen. Dies setzt aber die entsprechende Liquidität des Landes selbstverständlich voraus. Mit dem vorliegenden Gesetzespaket und insbesondere dem Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz schaffen wir die finanziellen Voraussetzungen dafür, den Menschen und den Unternehmen dauerhaft durch die Krise zu verhelfen. Wir treffen heute Vorsorge, damit wir als Land – und ich sage hier sehr bewusst als Land und nicht als Landesregierung – jederzeit flexibel und aufgabengerecht auf die Corona-bedingten Herausforderungen reagieren können. Das Coronavirus hat bei vielen Menschen und Unternehmen zu einer tief sitzenden Verunsicherung geführt. Das spüren wir alle im Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit den Unternehmern und all denjenigen, die zu uns kommen. Dieser Verunsicherung stellen wir mit dem Sondervermögen Hessens Gute Zukunft sichern eine verlässliche Planungsgrundlage entgegen. Wir wollen damit Vertrauen und Zuversicht zurückgewinnen. Denn wir wissen, nur wer optimistisch in die Zukunft blicken kann, wird bestehende Arbeitsplätze erhalten und in neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in neue Ideen und Maschinen investieren. Das, meine Damen und Herren, ist die wichtigste Aufgabe dieser Tage und dieser Stunden. Und ich würde mich freuen, wenn Sie alle das gleichsam so sehen. Der erste Bestandteil des Gesetzespakets, über das wir heute reden wollen, ist der Antrag der Landesregierung zur Feststellung einer Ausnahmesituation aufgrund der Corona-Pandemie. Wie Sie wissen, lässt die Schuldenbremse in besonderen Ausnahmesituationen richtigerweise eine Abweichung vom strikten Neuverschuldungsverbot zu. Wir waren uns in diesem Hause bereits im März einig, dass eine solche Ausnahmesituation derzeit unzweifelhaft vorliegt. Der vorliegende Beschlussvorschlag bekräftigt nochmals diese Einschätzung. Gleichzeitig schafft er die rechtliche Voraussetzung für Kreditermächtigungen in Höhe von bis zu 12 Milliarden €, die wir zur Finanzierung eines Sondervermögens vorsehen wollen. Das bedeutet natürlich eine gewaltige Dimension. Ich glaube, darüber muss hier niemand reden. Das ist uns allen sehr bewusst. Und gerade mir als neuem Finanzminister fällt die Einbringung eines solchen Gesetzespaketes zunächst sehr schwer. Wir müssen aber sehen, dass wir einen großen Teil dieses Bedarfs nur sehr eingeschränkt beeinflussen können. Etwa 5 Milliarden € Steuermindereinnahmen bis 2023 oder zusätzliche Bedarfe auf der kommunalen Ebene in Größenordnung von 2,5 Milliarden €. Weitere 2 Milliarden € sind Ausgabenermächtigungen, die dieses Haus im ersten Nachtragshaushalt einstimmig bereits beschlossen hat. Und zieht man alle diese Beträge ab, bleiben noch 2,5 Milliarden € für neue Stützungsmaßnahmen des Landes bis einschließlich 2023. Wir dürften uns nach meiner Auffassung einig sein, dass dies kein unverhältnismäßiger Betrag angesichts der größten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg ist. Die Schuldenbremse schreibt vor, dass alle Notfallkredite mit einem verbindlichen Tilgungsplan verknüpft werden müssen. Wir schlagen vor, die Tilgung der Kredite über einen Zeitraum von 30 Jahren vorzunehmen. Wir orientieren uns hierbei an der Vorgehensweise, die wir bereits bei der Hessenkasse und dem Kommunalen Schutzschirm gewählt haben. Aber wir sind damit auch im Mittelfeld von anderen Ländern, die ebenfalls Sondervermögen einrichten und zwischen 15, 20 bis hin zu 50 Jahren Tilgungszeiträume je nach Ausgestaltung der Sondervermögen vorsehen. Um es ganz klar zu sagen, die vorgesehene Kreditaufnahme und die damit verbundenen Tilgungslasten sind eine hohe Bürde für künftige Haushalte und Generationen. Das kann und will und werde ich nicht wegdiskutieren. Ich bin jedoch der festen Überzeugung, dass es noch teurer werde, nichts zu tun oder sogar der Krise hinterherzusparen. Die Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, dass etwas anderes ratsam ist. Wir müssen jetzt klug investieren, um die Krise schnell zu überwinden. Künftigen Generationen ist nicht geholfen, wenn wir jetzt auf eine Kreditaufnahme verzichten, sie aber in Zukunft auf der Straße stehen, weil die Krise viele Arbeits- und Ausbildungsplätze vernichtet hat. Wir
Wir gehen aber nicht leichtfertig mit den Belangen künftiger Generationen um. Wir werden deshalb erstens bereits im Jahr 2021 mit der Tilgung des Sondervermögens beginnen. Und zweitens, und das ist mir gerade als Finanzminister besonders wichtig, handelt es sich bei der vorgesehenen Nettokreditaufnahme des Sondervermögens um eine vorsorgliche Ermächtigung. Es muss gute Gründe geben, diesen Ermächtigungsrahmen auszuschöpfen, und wir müssen alles daran setzen, die tatsächliche Kreditaufnahme so gering wie möglich zu halten. Hierzu wird sicherlich beitragen, dass die Ausgaben des Sondervermögens ab einer bestimmten Höhe vom Haushaltsausschuss jeweils beschlossen werden müssen. Das Sondervermögen Hessens gute Zukunft sichern dient ausschließlich der Finanzierung notwendiger Maßnahmen zur Bewältigung und Beseitigung der direkten und indirekten Folgen der Corona-Pandemie. Dafür erhält das bis zum Jahr 2023 befristete Sondervermögen, wie schon gesagt, eine Kreditermächtigung von bis zu 12 Milliarden Euro. Für die Einrichtung eines Sondervermögens sprechen aus meiner Sicht sehr viele gute Argumente. Wir wissen, dass die ökonomischen, sozialen und finanziellen Verwerfungen infolge der Pandemie nicht auf das Jahr 2020 beschränkt bleiben werden, sondern noch einige Jahre anhalten werden. Darauf können wir mit dem Sondervermögen jeweils flexibel und über den notwendigen Zeitraum reagieren. Uns liegt zudem viel daran, die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Hessen transparent und nachvollziehbar auszuweisen. Deswegen wollen wir alle Maßnahmen im Sondervermögen bündeln. Sie sollen aber nur über den Landeshaushalt und zudem ab einer Größenordnung von 10 Millionen Euro nur mit Zustimmung des Haushaltsausschusses bewirtschaftet werden können. Die Corona-bedingten Maßnahmen des ersten Nachtrags sollen in das Sondervermögen des jetzigen Sondervermögens umgebucht werden. Hessen wählt mit der Einrichtung eines Sondervermögens übrigens keinen Sonderweg. Ich hatte es eben schon einmal erwähnt. Auch andere Bundesländer wie Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Bremen und das Saarland und auch Bayern schlagen einen ähnlichen Weg ein. Inhaltlich setzen wir mit dem Sondervermögen die richtigen Schwerpunkte. Schwerpunkte, die dieses Land, ich wiederhole das, nach meiner festen Überzeugung gestärkt aus der Krise hervorgehen lassen. Einer dieser Schwerpunkte ist der Erhalt der hessischen Wirtschaftskraft. Hierfür wollen wir bis zu 1,5 Milliarden Euro vorsehen. Damit wollen wir unter anderem die Möglichkeit schaffen, dass sich das Land direkt an Unternehmen beteiligen kann, um deren Eigenkapital zu stärken. Das sind also keine verlorenen Mittel, sondern schlichtweg Investitionen in Unternehmen für gewisse Zeit. Zudem sind weitere Maßnahmen geplant, die die Liquiditätsausstattung der Unternehmen verbessern. Ein weiterer Fokus liegt auf der digitalen Transformation. Ja, meine Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, das teilen Sie alle in der Einschätzung. Die Corona-Pandemie hat dem digitalen Strukturwandel einen großen Impuls gegeben. Gerade jetzt wird deutlich, wie wichtig digitale Anwendungen sind. Homeoffice, Videokonferenzen haben einen enormen Schub erfahren. Und diesen Schub, meine sehr geehrten Damen und Herren, sollten wir mit Blick auf eine erfolgreiche, ja auch in Teilen digitale Zukunft motivieren und weiterentwickeln. Ich glaube, das ist eine der Chancen. Wenn wir sagen, in jeder Krise liegt auch eine Chance, dann liegt sie in der digitalen Transformation. Der dritte Schwerpunkt von Hessens gute Zukunft sichern liegt auf der Verpflichtung, Maßnahmen zur Belebung der Konjunktur, wo immer möglich, zu nachhaltigem und klimaschonendem Wachstum zu nutzen. Ich könnte den Präsidenten des Deutschen Bundestages, Wolfgang Schäuble, zitieren, der genau das sagt. Wenn wir jetzt so viel in konjunkturelle Stimulation und Belebung investieren, dann sollten wir es so tun, dass wir andere Aufgabenstellungen und Herausforderungen gleichermaßen damit lösen. Und wir wollen damit sehr konkret in energetische Sanierung von Wohngebäuden investieren und neue Impulse verleihen. Wir wollen aber auch ein Programm für attraktive und nachhaltige Innenstädte. Ich glaube, auch das muss ich hier niemandem erklären. Wir müssen Sorgen haben, was aus unseren Städten, den Innenstädten wird. Und wir können dabei helfen, dass Menschen sich zukünftig dort wieder wohlfühlen und Innenstädte belebt werden können, dadurch, dass wir es vernünftig machen.
ganz besonders die jüngere Generation, junge Menschen brauchen klare Perspektiven am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Deswegen soll mit dem Sondervermögen ein Zuschuss an Betriebe für Ausbildungsverhältnisse und ein Schutzschirm für Auszubildende finanziert werden. Neben der beruflichen Bildung wollen wir auch für die akademische Bildung durch eine Erweiterung der Mittel für die Nothilfe für Studierende bereitstellen. Ich glaube, auch das ist immer wieder hier zu Recht thematisiert worden und wird auch zu Recht vonseiten vieler Studierender erwartet. Breiten Raum nimmt naturgemäß der gesamte Bereich der Gesundheitsfürsorge und Vorsorge ein. Ja, und einer der wesentlichen Ausgabenblöcke, darüber haben wir hier schon gesprochen, ist der Erwerb von Schutzausstattungen, der sich eingangs sehr schwierig gestaltet hat. Und ich will ausdrücklich noch einmal dem Innenminister, der Taskforce und allen, die daran beteiligt waren, danken. Da gab es teilweise schlaflose Nächte, die dafür aber gesorgt haben, dass wir einigermaßen ordentliche Versorgungssituationen und sehr bald schon sehr ordentliche Versorgungssituationen hatten. Dafür ein herzliches Dankeschön, meine Damen und Herren. Aber es hat auch sehr viel Geld gekostet. Und wir kalkulieren insgesamt mit sage und schreibe einen Betrag von 500 Millionen €, wovon schon ein großer Teil verausgabt worden ist für diesen Sektor. Aber ich glaube, sehr, sehr gut investiertes Geld. Ja, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir sind faire Partner der Kommunen. Nachdem das Land bereits wichtige Maßnahmen zur Stützung der kommunalen Liquidität unternommen hat, sollen die Kommunen weiter unterstützt werden. Denn auch die Kommunen haben mit Steuermindereinnahmen bei steigenden Ausgaben zu kämpfen. Deswegen wollen wir den Kommunen bis zu 2,5 Milliarden € bereitstellen. Diese Mittel stehen dann vorsorglich etwa zur Finanzierung von Mehrbedarfen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs oder auch zum Ausgleich von Gewerbesteuerausfällen zur Verfügung. Der Ministerpräsident hat sich schon öffentlich erklärt, dass wir selbstverständlich gemeinsam mit dem Bund an diesem Problem helfen wollen. Darüber hinaus enthält das Corona-Kommunalpaketgesetz drei Instrumente der Kommunalfinanzierung, um diese planbarer und bürokratieärmer auszugestalten sowie die finanziellen Handlungsspielräume der Kommunen zu erweitern. Für die Kommunalinvestitionsprogramme KIP I und KIP macht Schule ist eine Laufzeitverlängerung von einem Jahr und die vorzeitige pauschale Auszahlung der bislang noch nicht in diesen Programmen abgerufenen Landesmittel an alle hessischen Kommunen und antragsberechtigten Krankenhausträger vorgesehen. Mit dem kommunalen Schutzschirm hat das Land erfolgreich 100 besonders konsolidierungsbedürftige Kommunen tatkräftig geholfen. Der vorliegende Gesetzentwurf sieht vor, dass die Entschuldungsbeiträge für sämtliche Schutzschirmkommunen rückzahlungssicher sind und die bisherigen Berichtspflichten entfallen. Im Entschuldungsprogramm der Hessenkasse soll zudem allen teilnehmenden Kommunen eine hälftige Ratenpause für dieses Jahr gewährt werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, all das hat dazu geführt, dass die Kommunen jederzeit in der Lage waren, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Und ich glaube, ich höre hin und wieder von kommunaler Seite auch, dass das sehr respektiert und anerkannt wird, dass wir zu all diesen Maßnahmen gegriffen haben. Und ferner enthält der Gesetzentwurf zum Digitalpakt Schule Regelungen, um vom Bund zugesagte zusätzliche Mittel mit darüber hinausgehenden Landesmitteln ergänzen zu können. Damit soll Schülern unabhängig von der finanziellen Situation der Eltern ein elektronisches Homeschooling ermöglicht werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie uns zur Einordnung unserer Vorgehensweise einen Blick auf die Vergangenheit werfen. Die letzte große Krise, die ich glaube, viele von uns noch in Erinnerung haben, war die Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 und 2009 und in einigen Folgejahren. Hier sank das Bruttoinlandsprodukt um rund 5%. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fürchteten damals um ihre Arbeitsplätze. Und auch damals war eines der Mittel der Weg in die Kurzarbeit. Wir erinnern uns vielleicht, dass große Konzerne, aber auch viele mittelständische Unternehmen strauchelten und um ihre Existenz bangen. Nach meinem rückwärtigen Blick und meiner Analyse sind wir damals relativ schnell aus dieser Krise herausgekommen, ja, indem wir mit immensen Rettungshilfen des Staates zielgerichtete Impulse zur raschen Erholung der deutschen Wirtschaft gegeben haben.
und weil wir damit das Vertrauen in die Märkte und die wirtschaftliche Entwicklung wiederherstellen konnten. Allein das Konjunkturpaket 2 der damaligen Bundesregierung hatte ein Volumen von 50 Milliarden €. Durch die jetzige Corona-Krise kommen nun deutlich höhere finanzielle Lasten auf uns zu. Das neue Konjunkturprogramm des Bundes, das nächste Konjunkturprogramm des Bundes, enthält Maßnahmen derzeit von 130 Milliarden €. Und das macht deutlich, dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie die Auswirkungen der damaligen Finanzkrise mehrfach übertreffen. Das Konjunkturprogramm des Bundes ist richtig, und es kommt zur richtigen Zeit. Auch wenn der Bund angekündigt hat, einen Großteil der finanziellen Lasten zu tragen, werden die Haushalte der Länder durch das Paket dennoch erheblich belastet. Wir gehen davon aus, dass wir als Hessen ca. 1,5 Milliarden € alleine zum Konjunkturpaket werden beisteuern müssen. Wir schaffen mit dem Sondervermögen deshalb eine Vorsorge dafür, unseren Beitrag zu diesen Konjunkturprogrammen des Bundes leisten zu können. Und das jederzeit und das auch so, dass wir im Bund Teil derjenigen sein können, die diese Konjunkturprogramme weiter mit nach vorne bringen und entwickeln. Zu den steigenden Ausgaben zur Finanzierung von Konjunktur- und Hilfsprogrammen sowie zur Stärkung unseres Gesundheitswesens kommen die Probleme auf der Einnahmenseite hinzu. Laut aktueller Mai-Steuerschätzung müssen wir in Hessen auf Landesebene allein in den Jahren 2021 bis 2023 mit Steuermindereinnahmen von rund 3,4 Milliarden € rechnen. Dieser Betrag ist dabei nur eine Momentaufnahme, und wir können keineswegs sicher sein, dass damit bereits das Ende der Fahnenstange bei den Steuerausfällen erreicht ist. Aus diesem Grund sind und wären wir klug beraten, Vorsorge zum Ausgleich von Steuermindereinnahmen zu treffen, die den Landeshaushalt strukturell belasten. Dafür wollen wir, wie eben schon einmal erwähnt, im Sondervermögen einen Betrag von 5 Milliarden € vorsehen. Und auf einen Punkt, Frau Kollegin Faeser, wir haben schon Gelegenheit gehabt, und Kollege Rock darüber zu sprechen, möchte ich in diesem Zusammenhang besonders hinweisen. Die Regelung im Gesetz ist so konzipiert, dass die Inanspruchnahme des Sondervermögens bei einer besseren Steuerentwicklung als jetzt unterstellt, automatisch sinkt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Ihnen vorgelegte Nachtragshaushalt 2020 enthält zwei dringend erforderliche Maßnahmen, die aber nicht auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sind. Für Hessenfonds stellen wir 11,6 Millionen € bereit, um die Folgen abzufedern, mit denen der Wald unabhängig von der Corona-Pandemie konfrontiert ist. Die zweite Maßnahme dient der Behebung eines Brandschadens. Viele haben davon in der Zeitung gelesen, an der Hochschule in Frankfurt. Darüber hinaus bietet der zweite Nachtrag die Finanzierung der konjunkturellen Steuermindereinnahmen ab, mit denen das Land im laufenden Jahr rechnen muss. Ebenfalls nach der Mai-Steuerschätzung müssen wir im laufenden Jahr mit konjunkturellen Steuermindereinnahmen von rund 3 Milliarden € rechnen. Und wenn Sie einen Blick in den Nachtragshaushalt, den wir Ihnen jetzt vorgelegt haben, werfen, dann werden Sie feststellen, dass die Nettokreditaufnahme im zweiten Nachtragshaushalt dennoch auf rund 1,7 Milliarden € beschränkt ist. Das hat damit zu tun, dass wir eine Konjunkturausgleichsrücklage in Größenordnung von 1 Milliarde auflösen können, also Mittel, die in der Vergangenheit erwirtschaftet worden sind. Aber es hat auch damit zu tun, dass wir zunächst eine globale Einsparvorgabe in Höhe von 200 Millionen € vorsehen, sodass sich aus 3 Milliarden dann ein neuer Betrag von 1,7 Milliarden, den wir kreditfinanzieren müssen, ergibt. Aber ich sage auch jetzt schon sehr deutlich, ich will nicht ausschließen, lieber Herr Kollege Rock und Kolleginnen und Kollegen dieses Hauses, dass wir am Jahresende vielleicht eine höhere Einsparung werden vornehmen können. Aber ich glaube, in diesen unsicheren Zeiten sollten wir erst einmal so planen, dass wir einigermaßen sicherstellen können und sichergehen können, dass es auch so eintrifft, wie wir es jetzt vorsehen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe bereits zu Beginn meiner Rede gesagt, wir befinden uns in außergewöhnlichen Zeiten. Und diese außergewöhnlichen Zeiten erfordern außergewöhnliche Lösungsansätze. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir mit dem Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz und dem zweiten Nachtrag auf ein großes Problem eine große Antwort geben.
und dass wir die richtigen Antworten auf die drängenden ökonomischen, sozialen und gesundheitlichen Herausforderungen liefern. Zur Bewältigung der aktuellen Ausnahmesituation sollten wir auch, und das ist mein Appell an alle, auch weiterhin über Parteigrenzen hinweg zusammenarbeiten. Möglicherweise nicht mit einem gemeinsamen Ergebnis des gesamten Hauses, aber wir sollten um die besten Wege streiten. Die Hessische Landesregierung geht ergebnisoffen in die weiteren geplanten Gespräche. Ich will trotzdem und ausdrücklich noch einmal sagen, dass ich dankbar bin für den bisher geführten konstruktiven Dialog bei aller Kritik, die auch Frau Kollegin Faeser, Herr Kollege Rock in den letzten Tagen von Ihnen geäußert wurde. Es wäre ja auch merkwürdig, wenn wir spontan und sofort alle zu einer gemeinsamen Meinung gelangten. Aber ich will ausdrücklich Danke sagen dafür, dass das bis jetzt jedenfalls, und das soll auch so bleiben, in sehr sachlicher Atmosphäre geschehen ist. Gemeinsam können wir erreichen, was uns allen hier am Herzen liegt. Diese einmalige Krise dauerhaft zu bewältigen und Hessen und den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes eine gute Zukunft zu sichern. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Staatsminister Boddenberg. Damit sind die beiden Gesetzentwürfe und der Antrag eingebracht. Ich darf die Aussprache eröffnen. Als Erster spricht der Kollege Marius Weiß für die Fraktion der SPD. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die hessische Bevölkerung hat in den vergangenen 3 Monaten Herausragendes geleistet. Mit der Größe der Krise ist der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft in einem Maße gewachsen, das uns ehrfürchtig, stolz und dankbar macht. Die überwältigende Mehrheit der Hessinnen und Hessen wollte sich von Corona nicht unterkriegen lassen, sondern zeigte sich verständnisvoll, solidarisch, engagiert, kämpferisch und optimistisch. Jeder von uns hier im Haus kennt bei sich vor Ort Initiativen von Menschen, die sich um ihre Nachbarn gekümmert haben und Besorgungen für Mitglieder in Risikogruppen erledigt haben. Jeder kennt Familien, die sich bei der Betreuung von Kindern ausgeholfen haben. Und jeder von uns kennt bei sich vor Ort Unternehmen und Gewerbetreibende, die kreativ und mutig ihre Betriebe aufrechterhalten und sich um ihre Beschäftigten gesorgt haben. Viele von uns haben versucht, diese Betriebe zu unterstützen und deswegen sogar an den Wirtschaftsminister geschrieben, aus Sorge um die Jobs und ohne dafür im Gegenzug Aktienoptionen zu erhalten. Bei all diesen Hessen möchten wir uns an dieser Stelle bedanken für das, was Sie für andere und was Sie für uns geleistet haben. Unser Dank geht an die Pflegekräfte, die Erzieherinnen und Erzieher und unsere Lehrkräfte. Und unser besonderer Dank geht auch an die Rettungskräfte, die Ehren- und Hauptamtlichen bei Rettungsdienst und Feuerwehren und an unsere hessischen Polizeibeamtinnen und Beamten, die besondere Herausforderungen zu bestehen hatten. Ich will hier nur das Beispiel geben, dass die Polizei damit umgehen musste, dass die Rechtsgrundlage, nach der sie handelte, sich teilweise wöchentlich geändert hat. Wir erkennen daher auch die Leistung der Polizeibeamtinnen und Beamten in dieser Krise ausdrücklich an und sind Ihnen dafür dankbar, liebe Kolleginnen und Kollegen. Verehrte Damen und Herren, die Herausforderungen sind aber noch nicht vorbei. Auch wenn die Infektionszahlen Gott sei Dank kontinuierlich sinken und die Beschränkungen des öffentlichen Lebens Stück für Stück wieder aufgehoben werden, ist die Pandemie noch nicht besiegt.
Ihre Folgen werden uns noch Monate und Jahre beschäftigen und die Wirtschaft und die Politik fordern, wobei das wahre Ausmaß für unsere Volkswirtschaft noch gar nicht prognostiziert werden kann. Von den Herausforderungen, die bleiben, kommen wir daher zwingend zu den Notwendigkeiten, die sich daraus ergeben. Da steht an erster Stelle das Erfordernis des entschiedenen politischen Handelns. Wir haben die größte Krise seit Bestehen dieses Bundeslandes und eine Landesregierung, die sich auf die denkbar kleinste Mehrheit hier im Parlament stützt. Wir sind fest entschlossen, in diesem Missverhältnis keine Sollbruchstelle für unseren politischen Vorteil zu sehen, sondern sind bereit, wie schon beim ersten Nachtragshaushalt, unseren Teil der Verantwortung zu tragen im Sinne des Wohles der Menschen in unserem Land. Die SPD, liebe Kolleginnen und Kollegen, hat fast 50 Jahre in diesem Land die Regierung gestellt. Fast 50 Jahre. Uns muss man nicht erklären, was unsere politische Pflicht und Schuldigkeit in Krisenzeiten ist, weder in der Regierung noch in der Opposition. Wir sind bereit, alles zu unterstützen, was notwendig ist, damit Hessen gut aus dieser Krise herauskommt. Was notwendig ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, das bewerten wir jedoch selbst und lassen uns nicht von anderen vorgeben. Aus unserer Sicht ist zum Beispiel ein zweiter Nachtragshaushalt notwendig. Deshalb sind wir bereit, über einen solchen zu verhandeln und einen solchen auch mitzubeschließen. Wenn die SPD in der Bundesregierung Maßnahmen beschließt, die auch Lasten für die Länder bedeuten, dann ist es aus unserer Sicht selbstverständlich, dass wir diese Lasten auf Landesebene auch mittragen. Wenn es Rechtsansprüche gegen das Land aus dem Infektionsschutzgesetz gibt, dann ist es selbstverständlich, dass die Kosten dieser Ansprüche auch im Haushalt abgebildet werden müssen. Wenn es prognostizierte Steuerausfälle von 3 Milliarden € gibt, dann ist klar, dass diese Summe nicht aus dem Haushalt geleistet werden kann, ohne zusätzliche Schulden aufzunehmen. Auch über Schritte im Bereich Gesundheitsschutz und Unterstützung der hessischen Wirtschaft sind wir im Grundsatz auf einer Linie, auch wenn wir da im Detail sicher Differenzen haben. Wir gehen sogar so weit mit, dass wir sagen, die im Gesetzentwurf des Nachtrags neu vorgeschlagene Ermächtigung zu Rekapitalisierungsmaßnahmen in Höhe von bis zu 500 Millionen € ist eine sinnvolle Sache. Wenn ein ansonsten kerngesundes Unternehmen durch die Corona-Krise in existenzbedrohende Schwierigkeiten gekommen ist und das Land wegen der besonderen Bedeutung dieses Unternehmens ein wichtiges Interesse am Fortbestand hat, dann soll die Landesregierung die Möglichkeit haben, dieses durch Erwerb von Beteiligungen zu stützen. Das ist aus unserer Sicht im Sinne des Wirtschaftsstandorts Hessen. Womit wir nicht einverstanden sind, und darüber werden wir noch einmal sprechen müssen, ist die Formulierung, dass für die Kapitalspritze eine angemessene Gegenleistung zu vereinbaren ist. Das hätten wir schon gerne etwas konkreter. Für die SPD ist für so einen Staatseinstieg Bedingung, dass ein Unternehmen, das mit Steuergeld gerettet wird, beispielsweise keine Dividenden oder Managerboni auszahlen darf. Was eine moralische Selbstverständlichkeit ist, sollte auch eine rechtliche sein. Weshalb wir dafür plädieren, dies bereits in der Gesetzesermächtigung zu verankern, liebe Kolleginnen und Kollegen. So klar wir die Notwendigkeit eines Nachtragshaushalts sehen und dazu ausdrücklich die Hand reichen, so unklar ist für uns noch die Notwendigkeit eines Sondervermögens. Dies betrifft die Notwendigkeit sowohl generell als auch in ihrer Höhe und ihre zeitliche Erforderlichkeit. Ich kann verstehen, dass das vorgeschlagene Sondervermögen praktisch ist für die Regierung. Man hat für die Zeit bis zur nächsten Wahl Ruhe, muss nicht ständig das Parlament nach Geld fragen oder sogar die lästige Opposition um eine Zweidrittelmehrheit bitten. Außerdem hat man eine schöne Kriegskasse für Kommunal- und Landtagswahl. Aber Bequemlichkeit kann ja kein stichhaltiges Argument sein, erst recht nicht, wenn es um 12 Milliarden € geht. Liebe Kolleginnen und Kollegen.
Das Sondervermögen, das die Landesregierung uns hier vorschlägt, ist ein Schattenhaushalt. Und das Parlament gibt mit dieser Ermächtigung für ein Sondervermögen einen erheblichen Teil seiner Souveränität ab. Ich sage bewusst das Parlament und nicht die Opposition. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, hier geht es nicht um Interessenkonflikte zwischen Schwarz-Grün und der Opposition, sondern zwischen Regierung und Parlament. Verschwende nie eine gute Krise, soll Churchill einmal gesagt haben. Wenn wir als Fraktion hinterfragen, ob Machtverschiebungen von Parlament zu Regierung wirklich notwendig sind, für die es außerhalb von Krisenzeiten niemals in diesem Haus eine Mehrheit geben würde, dann machen wir dies auch im Interesse der Parlamentarier von CDU und Bündnis 90 die Grünen, bei denen es ja zumindest in Teilen, wie man liest, auch Vorbehalte gegen dieses Sondervermögen geben soll. Die Beteiligung des Haushaltsausschusses mit einfacher Mehrheit bei Ausgaben über 10 Millionen Euro ist jedenfalls kein adäquater Ersatz für den Verlust einer parlamentarischen Zweidrittelmehrheit über einen Zeitraum von 3 Jahren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kein adäquater Ersatz. Und auch die Einschränkung der Kontrollfunktion des Parlaments wird nicht dadurch kompensiert, dass man im Gesetz allein von einer Transparenz schreibt, die es nicht gibt. Da wird die Landesregierung bei uns noch Überzeugungsarbeit leisten müssen. Das betrifft genauso die Höhe des Sondervermögens. 12 Milliarden Euro ist eine schier gewaltige Summe. Nur zur Einordnung, das entspricht einem Drittel des gesamten Landeshaushalts. Im Vergleich zur Wirtschaftskraft Hessens entsprechen 12 Milliarden Euro 4% des Bruttoinlandsprodukts. Die Verschuldung Hessens würde sich um einen Schlag um 30% steigern. Diese Prozentsätze zur Höhe des BIPs und der Verschuldensgrenze liegen im Übrigen noch höher als in NRW, die mit 25 Milliarden das größte Sondervermögen gebildet haben. Im Verhältnis zur Wirtschaftskraft gibt es kein anderes Bundesland, was sich mit seinem Sondervermögen höher verschuldet als Hessen. Warum ist diese Summe so hoch? Es sind 5 Milliarden Euro für den Ausfall von Steuern angesetzt und 7 Milliarden zusätzliche Ausgaben. Dabei fallen 2 Dinge besonders auf. Bei den Steuern wird immer nur bei den Angaben 3 Milliarden weniger vergessen, weniger wovon? Von der Steuerschätzung aus dem November 2019. Und die hat für dieses und die nächsten Jahre eine sehr positive Steuerentwicklung prognostiziert. Was die Landesregierung jetzt gemacht hat, ist eine angenommene Fortentwicklung dieser günstigen Steuerprognose vom Ende letzten Jahres. Damit fingiert die Landesregierung, dass es Corona nie gegeben habe und füllt das entstandene Steuerdelta einfach 1:1 mit Schulden. Die anderen Optionen der Reaktion, nämlich Mehreinnahmen oder Minderausgaben, werden nicht genutzt. Bis auf eine globale Position, die jetzt als Minderausgabe angesetzt wurde, die aber nur abbildet, was sowieso krisenbedingt und ohne jede eigene Anstrengung eintritt. Zum Vergleich, im letzten Jahr lag der Haushaltsüberschuss bei 1,5 Milliarden Euro. Alleine das Geld, das wegen nicht besetzter Stellen nicht ausgegeben werden konnte, betrug 240 Millionen Euro durch nicht verausgabte Personalkosten. Die 200 Millionen Euro, die jetzt im Nachtrag angesetzt sind, dürften daher viel zu wenig sein. Und schon alleine durch die Corona-Situation nicht erfolgten Besetzungen der neu geschaffenen Stellen weit übertroffen werden. Und das hat Finanzminister Boddenberg am Ende seiner Rede ja auch entsprechend eingeräumt. Das bringt mich zur Ausgabenseite. Denn wenn man einfach die hohen Steuereinnahmen schuldengestützt fortschreibt, hat das natürlich den Vorteil, dass man die schwarz-grünen Ausgabenwünsche aus dem Koalitionsvertrag auch einfach fortschreiben kann. Das steht dann alles in der schwarz-grünen Wunschliste, von der wir als Opposition aus der Zeitung erfahren durften. Wie passend, dass in der Krise wichtig ist, was vor der Krise schon im Programm stand, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es mutet zumindest seltsam an, was da jetzt alles Corona-bedingte Ausgaben sein sollen. Vor allem auf der grünen Seite gehen die Anmeldungen da in die Vollen. Da sind 80% Schwanz
und 20% Hund drin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Von der Gebäudesanierung bis zum Fahrradständer ist alles dabei. Ich habe eigentlich nur noch die Krötentunnel in der Liste gesucht. Aber auch die könnten ja als Corona-bedingt klassifiziert werden, weil sie eine konjunkturelle Stütze der angeschlagenen Krötentunnelindustrie darstellen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Polemik müsst ihr euch jetzt einmal anhören. Das haltet ihr auch aus. Ich kann mich noch gut erinnern, und die anderen Kollegen aus meiner Fraktion auch, wie Matthias Wagner uns hier für 5.000 € Anträge beim Haushalt beschimpft hat oder wie er uns 10 Minuten lang von diesem Pult aus angeschrien hat, wie viele Milliarden die SPD eigentlich ausgeben wolle. Da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir vermissen in der Liste übrigens wirklich strukturelle Änderungen und Verbesserungen. Da komme ich gleich noch einmal darauf zu sprechen. Die SPD hat im Bund durchgesetzt, dass bei den Kosten der Unterkunft die Kommunen strukturell und dauerhaft entlastet werden. So etwas hätten wir uns von der Landesregierung auch erwartet. Denn die 30 Jahre Tilgungsfrist für kommende Generationen sind ja auch eine strukturelle Belastung, der man etwas entgegenstellen könnte. Wobei wir beim Tilgungszeitraum sind. 30 Jahre. Liebe Kolleginnen und Kollegen, prinzipiell sind wir der Meinung, dass man je länger tilgen muss, je größer die aufgenommene Summe ist. NRW hat als Tilgungszeitraum 50 Jahre gewählt. Minister Boddenberg hat uns eben mitgeteilt, dass man 30 Jahre gewählt hat, analog zu Schutzschirm und Hessenkasse. Wir haben dabei natürlich nicht erwähnt, dass die Kreditvolumina bei Schutzschirm und Hessenkasse deutlich niedriger sind als das, worüber wir jetzt dementsprechend reden. Ich kann verstehen, dass es bei Kolleginnen und Kollegen der CDU vor allem um diesen Punkt große Verärgerung gab, um die Laufzeit und vor allem um die ansteigenden Tilgungsraten. Denn dieses Verfahren ist schlicht nicht gerecht. Ich werde das einmal kurz erläutern, weil ich hier den Kultusminister Lorz sehe. Da hinten sehe ich den Abgeordneten Felix Martin. Kultusminister Lorz ist geboren 1965. Mit ihm zusammen 1,3 Millionen andere Menschen in Deutschland. Felix Martin ist geboren 1995. In dem Jahr gab es noch 700.000 andere Geburten neben seiner. Wenn man das Verhältnis ungefähr sieht, kann man ungefähr sagen, auf einen Martin kommen zwei Lorze. Die Generation von Felix Martin wird pro Kopf für jeweils zwei Pensions- und Rentenempfänger aufkommen müssen. Jetzt kann man natürlich sagen, dass die Produktivität durch die Digitalisierung steigern wird und die Menschen länger werden arbeiten müssen, auch wenn durch Hessens Digitalisierung aller Sinemus keine Jobs eingespart, sondern eher neue geschaffen werden, vor allem in Ihrem Ministerium. Und ich mir bei Minister Lorz wünsche, dass er lieber früher als später aufhört zu arbeiten. So oder so wird die Generation Martin höhere Lasten zu schultern haben als die jetzige Generation Lorz. Und hier liegt jetzt ein Vorschlag auf dem Tisch, dass der Minister Lorz in den nächsten 3 Jahren seiner noch laufenden und letzten Amtszeit jährlich 200 Millionen Euro dieser jetzigen Krisenlasten tilgen muss. Der Abgeordnete Martin da hinten soll in 30 Jahren 445 Millionen Euro dieser Lasten tilgen. Mehr als das Doppelte. Wieder ein 2-zu-1-Verhältnis, wieder ein 2-zu-1-Verhältnis zu Lasten der jungen Generation. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist nicht gerecht. Das ist nicht gerecht. Herr Ministerpräsident, Sie können sich gerne zu Wort melden. Sie haben das Recht jederzeit. Ich würde mich freuen, von Ihnen zu dem Thema auch mal was zu hören. Bis jetzt haben wir von Ihnen ja noch nichts vernommen dazu. Wir würden eigentlich gerne, wenn es hier um 12 Milliarden geht, dass der Ministerpräsident sich auch mal äußert. Machen Sie es nicht nur mit Zwischenrufen. Stellen Sie sich ans Pult hier, und dann können Sie gerne was dazu sagen. Nach der
generellen Notwendigkeit und der Höhe des Sondervermögens stellt sich für uns noch die Frage, warum das Sondervermögen denn ausgerechnet jetzt geschaffen werden muss und nicht z.B. erst im Herbst. Und auch auf diese Frage haben wir bisher noch keine zufriedenstellende Antwort erhalten. Noch Freitag hat Finanzminister Boddenberg an alle Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte Hessens einen Brief gemailt, in dem es heißt, ich zitiere, gleichwohl werden wir die finanzwirtschaftliche Entwicklung weiter genau beobachten und auf Basis neuer Informationen und Erkenntnisse die Belastungen der unterschiedlichen Ebenen neu bewerten. Zu berücksichtigen sind dabei z.B. die geplante Interimssteuerschätzung im Spätsommer, ebenso wie die konkrete Umsetzung des vom Bund vorgesehenen Konjunkturprogramms. Auf dieser Basis werden wir weitere Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden führen, mit dem Ziel, im Ergebnis eine gerechte Verteilung der sich ergebenden Belastungen zu erreichen. Zitat Ende. Herr Minister Boddenberg, warum sollen wir der Landesregierung jetzt schon einen Blankoscheck über 12 Milliarden € ausstellen, wenn für die Verhandlungen mit den Kommunen erst die September-Steuerschätzung und die Auswirkungen des Bundesprogramms abgewartet werden sollen? Das ist die zentrale Frage für uns, die Sie uns auch eben nicht beantwortet haben, liebe Kollegen. Es gibt dafür keinen Grund. Es gibt dafür keinen Grund. Die Steuerausfälle können wir über einen zweiten Nachtrag abbilden, und zwar jetzt, sofort. Die nötigen Mehrausgaben für dieses Jahr ebenfalls. Das können wir jetzt sofort verabreden. Und wenn Sie von der Planungssicherheit für die Kommunen sprechen und den Verhandlungen über die 2,5 Milliarden € im Herbst, dann sage ich Ihnen Folgendes. Die SPD ist die hessische Kommunalpartei. Die SPD stellt 8 von 12 Oberbürgermeistern und 11 von 21 Landräten. Und dabei habe ich meinen eigenen jetzt noch gar nicht mitgezählt. Wir stellen mehr Oberbürgermeister und Landräte als CDU und GRÜNE zusammen in diesem Land. 4 Millionen Hessinnen und Hessen werden von SPD-Oberbürgermeistern oder SPD-Landräten regiert. Das sind 2/3 der Bevölkerung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn die Landesregierung jetzt vorschlägt, dass die SPD ihr 2,5 Milliarden € bewilligt, damit Schwarz-Grün die dann alleine mit den Kommunen verhandeln kann, dann ist, glaube ich, nachvollziehbar, dass wir darüber nicht in Jubelschreie ausbrechen können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Herr Boddenberg, den Kommunen ist, glaube ich, klar, dass die Belastungen aus dieser Krise nicht alleine der Bund und das Land werden tragen können, sondern dass alle staatlichen Ebenen ihren Teil werden schultern müssen. Deswegen denken Sie bitte darüber nach, ob es nicht klug wäre, in Verhandlungen über eine Lastenverteilung auch diejenigen mit einzubeziehen, bei denen die Mehrzahl derer, die die Ergebnisse nachher administrieren müssen, ihre politische Heimat haben. Wir sind ausdrücklich dazu bereit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, ich konnte Ihnen darlegen, dass wir um die Situation sehr genau wissen, in der sich unser Land befindet. Wir sind, wie schon in der Finanzkrise 2009 oder der Flüchtlingskrise 2015 und zuletzt beim Nachtrag 2020 im Frühjahr dieses Jahres, bereit, parteiübergreifend Lösungen zu finden. Wir haben dafür einen Weg vorgeschlagen, der jetzt Handlungsfähigkeit der Politik herstellt, der es der Landesregierung ermöglicht, jetzt dort Hilfe zu leisten, wo es nötig ist. Vom unterfinanzierten Frauenhaus bis zum Mitarbeiter der Luftverkehrswirtschaft, der um seinen Job fürchtet. Vom Soloselbstständigen Kulturschaffenden über den Tafelkunden bis zur Pflegekraft. Herr Minister Boddenberg, unsere Hand ist ausgestreckt. Sie können gerne jederzeit zugreifen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.